Wir werden jetzt das Risiko eingehen. Vielleicht werde ich gebannt, vielleicht werde ich nicht gebannt. Wir werden es rausfinden. Wir gehen ins End. In 3, 2, 1, let's go! Nein! Nein, Leute, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Hey, Leute, Crymax hier. Was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zur Minecraft-YouTuber-Insel. Was geht ab, Leute? Wir sind immer noch da, Leute. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr nicht wollt, dass ich die YouTuber-Insel verlasse. Und deswegen bin ich heute noch hier, Freunde. Aber in der heutigen Episode kann es passieren, dass ich von der YouTuber-Insel gebannt werde, Leute. Denn ich habe mir etwas überlegt, Leute. Und zwar, ich habe mir überlegt, wir werden heute ins End gehen und uns eine Elytra holen, Leute, ja? Und jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere von euch, iCrymax, mach das nicht, du wirst gebannt. Aber ganz ehrlich, Leute, ich werde heute das Risiko eingehen. Ganz ehrlich, Ente war doch auch im End, hat sich eine Elytra geholt und wurde auch nicht gebannt. Ich werde heute ins End gehen und mir eine Elytra holen. Und es kann sein, dass wir heute am Ende des Videos gebannt werden. Aber Leute, ich werde dieses Risiko eingehen. Weil ganz ehrlich, Leute, wenn Ente nicht gebannt wurde, dann werde ich das jetzt einfach auch mal probieren. So, wir haben hier Enderperlen, Leute. Zack, hier haben wir Lohnrouten. Wir machen uns jetzt erstmal diese Ender-Augen, Leute, die man braucht, um ins End zu gehen. Weil ganz ehrlich, wenn wir eine Elytra haben, Leute, dann sind wir einfach instant, dann sind wir einfach sogar instant so mit der stärkste Spieler hier. Ich glaube aktuell, wer hat aktuell eine Elytra? Ich glaube Wife, weil er die von Ente abgezogen hat oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich will natürlich auch meine eigene Elytra haben und die werden wir uns heute hier holen. Denkt ihr, ich werde dafür gebannt, Leute? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Was denkt ihr, wird passieren? Lasst dafür ein Like und ein Abo da. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich glaube eh nicht, dass mir was passieren kann, weil ich habe natürlich immer eine Paul Berger Limo am Start. So, Leute, wer will sich jetzt mit uns anlegen? Also, es ist natürlich jetzt ein bisschen riskant, was wir heute vorhaben. Aber wie gesagt, Leute, ich werde das Risiko einfach eingehen. Ich hoffe, es wird funktionieren. So, wir machen hier Feuer, Flugdauer 1. Flugdauer 1 Raketen reichen meiner Meinung nach hier komplett aus. Boah! Und Schalker-Kisten, Leute. Schalker-Kisten können wir uns natürlich dann auch direkt machen. Also, Leute, wir haben jetzt insgesamt... wie viele Stacks Raketen sind das jetzt hier? 6 Stacks Raketen. Das muss doch auf jeden Fall ausreichen, um da im End rumfliegen zu können. So, perfekt, Leute. Was soll uns da noch passieren? Seid mal ehrlich, was soll uns da noch passieren? Wir haben doch alles dabei, was wir hier brauchen. Wir haben Holz, wir haben Tränke, wir haben Goldäpfel, 3 Stacks. Also wir sind hier wirklich top ausgestattet. Uns kann hier eigentlich gar nichts mehr passieren. Ich glaube auch persönlich nicht dran, dass ich gebannt werde, Leute. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn Ente nicht gebannt wird, warum sollte ich dann dafür gebannt werden? Alle anderen YouTuber haben nur Angst davor. Ich habe aber keine Angst davor. Wir werden reingehen, Leute. Wir sind jetzt ready. Enderaugen sind parat. Ich werde jetzt hier das Enderportal suchen. Wer ist eigentlich gerade hier alles online? Ente, Russik und SU. Russik, was machst du hier? Ich wollte dich nur kurz besuchen. Du hast hier gerade irgendwas an meinem Briefkasten gemacht. Ich habe nur reingeschaut, was da drin liegt. Da liegt Buch und Feder drin, hä? Das ist aber nicht von mir. Hä, ist echt nicht von dir, ist von Candy. Nee, ich habe nur Spaß reingeschaut. Ah, okay, na gut. Ciao, ciao. Tschüss, Russik. Okay, Leute, Russik hier gerade bei uns zu Besuch. Ich werde jetzt mal kurz gucken, Leute. Mal, Russik darf nicht sehen, was wir vorhaben. Das sollte natürlich kein YouTuber sehen. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn wir einfach mal an einen hohen Punkt gehen, da oben auf dem Berg, und da die erste Enderperle werfen, damit wir überhaupt wissen, in welche Richtung wir gehen müssen. Oh, Leute, Wife hat gerade das Spiel betreten. Ich hoffe, der bekommt das nicht mit, was wir da vorhaben, Leute. Weil Flauschi wurde ja auch bei den Wasserkriegern rausgeworfen. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier auf einem hohen Punkt. Ich werde jetzt hier mal die erste Enderperle werfen und... Oha, da hinten, in die Richtung. Okay, in die Richtung müssen wir gehen. Ich werde jetzt einfach mal ziemlich lange hier in diese Richtung laufen. Und dann werden wir nochmal die nächste Enderperle werfen. Ich glaube nicht, dass es hier auf der YouTuber-Insel ist. Deswegen, ich laufe jetzt hier einfach mal komplett bis zum Ende der YouTuber-Insel. Und da werden wir dann die nächste werfen. Let's go. Oh mein Gott, Leute, was denn hier passiert? Das war doch hier die Base von SU gewesen. Wie sieht's denn hier aus? Der ganze Boden hier... Hä? Wie kann sowas denn passieren? Wurde das hier alles weggesprengt oder was? Na gut, wir sind jetzt am Ende der YouTuber-Insel angekommen. Mal gucken und... Okay, die Perle fliegt weiter in die Richtung. Wir müssen weiter aufs Meer raus, Leute. Aber wir haben ja zum Glück einen Dreizack. Ich werde jetzt hier einfach mal weiter schwimmen. Okay, Leute, ich bin jetzt hier mitten auf dem Ozean. Ich werfe jetzt nochmal die Enderperle. Okay, es sagt immer noch weiter in die Richtung. Oh Gott, Leute. Oh Gott, ey. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht so ultra, weil ich bin bestimmt schon 1000 Blöcke weit weg, Leute. Kann natürlich sein, wenn es doof läuft, dass wir 10.000 Blöcke weit weg schwimmen müssen. Hä? Leute, schau mal, hier ist was Gebautes. Hier ist was mit Sand. Kann das... Und hier ist ein Boot. Kann das sein, dass hier irgendwie das gebaut wurde von den YouTubern, die im End waren? Okay, es fliegt zumindest mal noch weiter in die Richtung, die Perle. Sonst würde die ja jetzt hier nach unten fliegen eigentlich. Okay, ich glaube, wir haben eine Perle verloren. Falls ihr euch fragt, warum ich nur 9 Perlen dabei habe, die waren ja schon im End und haben das Portal schon aktiviert. Also wir brauchen da nicht 12 Perlen dafür. Da vorne ist auch noch eine Kiste. Kommen wir der Sache hier näher?
weiß es nicht. Okay, wir schwimmen einfach mal weiter in die Richtung. Oh mein Gott, okay, okay, die Perle dreht, die Perle dreht, die Perle dreht. Das muss irgendwo hier sein. Das muss irgendwo hier sein, Leute. Ich habe das Gefühl, hier, wo das Boot ist. Ich werfe nochmal eine. Hä? Das kann doch jetzt nicht mehr weit sein. Okay, doch nochmal zurück. Aber wir kommen aus der Richtung. Also eigentlich muss es hier irgendwo sein. Und da unten ist auch ein Block weggebaut. Hä, aber da müsste die Perle doch jetzt hier nach unten fliegen. Ja, oh mein Gott, die fliegt doch noch. Okay, okay, es ist der Block. Es ist wirklich hier. Es ist wirklich hier, Leute. Okay, okay, let's go. Let's go, Freunde. Wir sind ready. Wir sind so ready. Oh mein Gott. Leute, ich bin mal gespannt. Im Chat steht ja jetzt auch hier der Fortschritt, was wir hier erzielt haben. Ich bin mal gespannt, wie die anderen YouTuber drauf reagieren werden. Vive und Russik sind online. Ich hoffe nicht, dass die jetzt hier genau schon wissen, was ich vorhab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich nehme mal an, hier wurde schon alles gelootet. Gehst du ins End oder was? Oha, Lukas schreibt auch schon, ob ich ins End gehe. Er vermutet es schon. Er vermutet es schon. Oh mein Gott. Oh, hier sind sehr viele. Hier sind sehr viele Monster, Freunde. Okay, Freunde, wir müssen das Endportal finden. Ich sag hier natürlich keinem Bescheid. Ich habe Lukas hier nicht geantwortet, Freunde. Die werden dann schon sehen, wenn ich eine Elytra habe und rumfliegen werde. Okay, jetzt müssen wir natürlich nur erstmal noch das Endportal hier finden, Freunde. Wo ist das denn? Wo ist das denn hier genau? Hier ist eine Höhle. Okay, ich guck mich mal hier noch ein bisschen um, Leute. Ey, Leute, ich suche jetzt hier wirklich schon die ganze Zeit dieses Endportal. Das kann doch nicht wahr sein. Hier nochmal eine Bücherei. Ey, ich drehe hier durch. Das ist so krass versteckt, Leute. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Das sieht auch wirklich hier alles gleich aus. Hier die Treppe runter. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, da ist es, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir hätten uns vielleicht mal noch ein Bett mitbringen sollen, weil wenn wir jetzt sterben würden, wäre natürlich nicht so nice. Aber wir gehen jetzt volles Risiko, Leute. Wir haben es geschafft. Hier ist das Endportal, Leute. Wir werden jetzt ins End gehen. Und Leute, wisst ihr was? Wir werden jetzt das Risiko eingehen. Vielleicht werde ich gebannt. Vielleicht werde ich nicht gebannt. Wir werden es rausfinden. Wir gehen ins End. In 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, wir ziehen wirklich durch. Wir ziehen wirklich durch. Vielleicht heute. Alter, allein dieser Fortschritt. iCranix hat den Fortschritt Ende erzählt. Oh mein Gott. Okay, hier ist noch eine Endchest. Hier ist noch eine Endchest. Ach du Heilige. Gut, der Enderdrache ist ja jetzt, glaube ich, eh schon. Haben die anderen ja schon besiegt. Also da gibt es jetzt hier, glaube ich, gar nichts mehr zu tun groß. So, wir bauen uns mal nach oben. Zack, 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 zack. Ey, Leute, krank. Krank. Wir haben einfach... Leute, wir haben einfach komplett durchgezogen. Wir nehmen hier mal besser. Es ist zwar jetzt ein bisschen dunkel, wir hätten uns noch Nachtsichttränke machen sollen, aber wir ziehen jetzt durch. Wir nehmen uns mal besser ein Ding in die Hand hier, einen Totem. Und dann werden wir jetzt in die End-Cities gehen. Boah, Freunde. Ey, das, wie krass wird das? Wie krass wird das? Wir holen uns einfach eine Elytra. Bis jetzt hat nur Ente eine Elytra gehabt oder sich geholt. Und wir werden uns jetzt einfach auch eine holen. Ganz ehrlich, Leute. Also, vielleicht sagt ihr jetzt, es ist doof, was ich mache. Aber wenn eine Ente nicht gebannt wird, warum sollte iCrimex gebannt werden? So denke ich mir das, Freunde. So denke ich mir das. Wir wären einfach super, super mächtig, Leute. Und wären einer der wenigen Spieler mit einer Elytra. Das wäre so krass. Leute, wie kommen wir da jetzt rein? So, machen uns einfach hier so eine Trapdoor. Zack. Und dann können wir auch reingehen, Leute. Leute, let's go. Okay, wir müssen jetzt halt hier richtig aufpassen, dass wir jetzt hier nirgendwo runterfallen, weil dann ist hier wirklich Endstation und unser ganzer Loot ist verloren. Wir müssen jetzt hier wirklich Konzentration, Leute. Concentration, warte mal, wie ist denn überhaupt hier der Spawnpoint? Wir müssen uns das merken. 1000, minus 1000 und minus 300. Minus 1000 und minus 300, das müssen wir uns merken. Und jetzt, Leute, werden wir hier durch die Dunkelheit laufen. Okay, okay, wir sind auf uns alleine gestellt. Nur iCrimex gegen den Rest. Okay, ich nehme mal ein Totem in die Hand für miese Zeiten. Goldäpfel haben wir auch im Inventar. Was zum Bauen haben wir auch dabei. Wir sind ready, Freunde. Und ich werde jetzt hier einfach mal so lange durch die Gegend laufen, bis wir hier eine Endcity finden und uns eine Elytra holen können. Leute, ich habe hier eine Endfestung gefunden, aber schaut euch das hier mal an. Hier wurde sich einfach schon rübergebaut. Ich glaube, hier war Ente schon da gewesen, Leute. Brauchen wir nicht mehr hinzugehen. Da hinten sehe ich auch schon wieder was durch die Gegend gebaut. Vielleicht sollten wir doch besser ein bisschen in eine andere Richtung laufen. Vielleicht einfach mal hier so straight gerade bauen. Zack, zack, zack. Wir müssen uns da mal rüberbauen. Ich hoffe, meine Blöcke dafür reichen aus. Ich hätte mal noch ein paar mehr Blöcke mitnehmen können. Sage ich euch, wie es ist. Na gut, Freunde. Also ich werde mich hier mal weiter konzentrieren, damit wir jetzt hier nicht ins Nichts fallen und sterben. Das wäre hier nämlich komplett Ende. Dann würden wir nämlich unseren ganzen Loot verlieren und hätten einfach nichts mehr. Das ist natürlich jetzt sehr riskant, was wir machen. Aber ich würde sagen, ich suche hier mal weiter nach einer NCT und melde mich dann gleich nochmal, wenn wir eine gefunden haben. Oh mein Gott, Leute. Ich habe endlich eine weitere Base gefunden mit einem Schiff, Freunde. Und da ist noch nicht irgendwas gebaut. Also es sieht gut aus, dass wir jetzt hier eine Elytra finden, Leute.
Leute. Ziemlich weit. Und da auf dem Weg kann noch einiges passieren. Okay, wir müssen aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ey, ich will ja jetzt auf gar keinen Fall runterfallen. Dann wäre wirklich Leben vorbei. Aber warte mal. Da hinten ist was Gebautes. Ey, sag mir jetzt bitte nicht, da war jemand. Ey, Leute, ich hoffe so sehr, dass da oben noch eine Elytra drin ist. Aber ich befürchte fast, weil sich hier rüber gebaut wurde. Es macht aber keinen Sinn. Also, keine Ahnung. Guck mal, hier sind so Schalker-Dinger. Hier sind so eine Schalker-Dinger, Leute. Die hauen wir weg. Bam. So, dann kriegen wir nämlich direkt mal noch schön ein paar Schalker-Boxen. So, boah, let's go. Schalker-Schale. Richtig und wichtig, Leute. So, jetzt müssen wir uns hier einmal erstmal durchkämpfen. So, bam. Dankeschön. Schalker-Schalen natürlich auch sehr, sehr krass, wenn wir uns Schalker-Kisten machen können. Die sind ja auch heiß begehrt, Leute. Die können wir auch hoch handeln. So, dann gehen wir mal weiter. Ey, Leute, bitte, bitte, bitte sag mir, dass der hier noch nicht war. Bitte sag mir, dass der hier noch nicht war. So, hier, zack, den nehmen wir auch. Also, wenn wir eh schon hier sind, hauen wir ein paar von den Bummis weg. So, danke. Easy. Nächster, hier, zack, weg. Hey, die schießen ja irgendwie gar nicht ihre Dinger auf mich, Leute. So, zack, easy game. Boah, Leute, guck mal, wie wir das hier durchrushen. Jump and run. Jump and run, Leute. Bam, 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 bam. Boah, Leute, man muss auch sagen, diese Dinger sind natürlich auch eigentlich sehr krass. Diese Teile auch ganz nice hier, diese Lampen. Schön für die Deko in unserer Villa. Auch nicht schlecht, Leute. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal testen. Wir bauen uns jetzt mal hier hoch und gucken mal, ob wir da jetzt eine Lytra finden. Ey, ich würde mich so krass freuen. Ich würde mich wirklich so krass freuen. Das glaubt ihr gar nicht. Zack, 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 zack. Und ab zum Schiff rüber. Und ab zum Schiff. Komm, jetzt keine Faxen machen, nicht runterfallen. Ich weiß nicht, vielleicht aus irgendeinem Grund hat er es übersehen. Ah, oh, es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Nein, er hat sich hier die Lytra schon geschnappt. Ich drehe durch, Leute. Ich drehe doch durch. Guck mal, Diamanten. Er nimmt nicht mal die Dias mit. Okay, das bedeutet, Freunde, wir müssen weitersuchen. Das ist jetzt hier die zweite oder dritte City, die ich jetzt gefunden habe. Oh mein Gott, Leute. Ich habe endlich mal wieder was hier gefunden. Und ich hoffe, da oben wartet endlich eine Elytra auf uns. Wir sind mittlerweile 4000 Blöcke hier weit weggelaufen. Ich bin hier seit 2 Stunden an diesem Video dran, Freunde. Es ist wirklich zu krass. Und das Ding hängt aber genau irgendwie über einer Klippe. Das hängt wirklich genau über einer Klippe. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Keine Faxen machen. Wir müssen uns jetzt irgendwie erstmal hier hochbauen. Okay, Leute, ich bin gerade so hoch konzentriert. Ich habe hier sogar extra dieses Licht weggepackt. Nicht, dass wir hier noch aus Versehen irgendwie diese Lampen hier platzieren und dann runterfallen. Okay, wir sind jetzt gleich da. Wir sind jetzt gleich da. Ich bin hoch fokussiert. Fokus ist real. Da drin wartet meine Lytra. Wir müssen jetzt natürlich auch aufpassen, dass mich jetzt hier nicht irgendwie so ein Schalker-Ding anschießt. So, jetzt einmal hier hochbauen. Okay, check, Leute. Check, hier ist nirgend... Oh, da ist ein Schalker. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir hier runtergeschossen werden. Okay, wir sind drauf. Wir sind drauf. Wir ballern hier erstmal die Schalker weg. Zack, weg damit. Keine Risiken. Ich will jetzt wirklich keine Risiken eingehen. Oh mein Gott, Leute. Wartet da unten jetzt unsere Lytra auf uns. Wartet hier unten jetzt unsere Lytra auf uns. Oh mein Gott, ja, Leute. Da ist unsere Lytra. Weg mit dir hier. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go. Okay, der andere Müll hier interessiert mich nicht. Der andere Müll interessiert mich hier wirklich gar nicht. Oh mein Gott, wir haben eine Elytra. Das ist wirklich alles, was ich wollte. Und wir sollten hier diesen Drachenkopf noch mitnehmen. Und bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das Ding ist, es ist sehr, sehr lange her, wo ich das letzte Mal in Minecraft rumgeflogen bin. Deswegen, Leute, ich werde mich hier erstmal auf entspannt runterbauen. Wir werden jetzt hier erstmal auf entspannt runtergehen. Und dann erstmal wieder checken, wie das hier überhaupt nochmal war mit der Elytra. Oh, guck mal, hier haben wir direkt sogar einen Ausgang. Oh mein Gott, perfekt. Da müssen wir gar nicht weit fliegen. Alter, ey, endlich hier. Ich bin so lange schon dabei jetzt. Okay, ich werde jetzt mal testen, Leute. Können wir überhaupt noch mit der Elytra fliegen? Let's go! Let's go, Leute. Wir haben eine Elytra. Und wir sind nicht gebannt. Leute, wir werden hier einfach nicht gebannt. Haha, wir sind mit einer Elytra unterwegs. Was will der Admin machen, Junge? Ey, Leute, wir gehen jetzt mal wieder zurück zur YouTuber-Insel. Und dann werde ich jetzt hier erstmal jeden anflexen, weil wir eine Elytra haben und die anderen einfach keine Elytra haben. So ein Ding ist das. Okay, und wir gehen raus und wir gehen zurück. Oh mein Gott, Leute. Ich muss hier wieder ganz schnell raus. Ich muss hier aber ganz schnell raus. Oh, oh. Okay, 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 okay. Sollen wir mal mit einer Rakete fliegen? Sollen wir mal mit einer...
Let's go! Was geht ab, Freunde? Wir haben es geschafft. Minecraft durchgespielt und wir sind nicht gebannt. Ich werde jetzt zurück zur YouTuber-Insel fliegen nach Paulberger Hills und da werden wir jetzt erstmal allen anderen erzählen, dass wir eine Elytra haben. Oh mein Gott, ja, wir kommen hier direkt bei unserem Bett wieder raus. Ey, das ist ja noch besser. Wir müssen gar nicht so weit hier irgendwie wieder zurückschwimmen oder so. Oh mein Gott, wir sind wirklich zu krass unterwegs. So, einmal hier schnell an unsere Ender-Chest. Wir müssen jetzt hier erstmal direkt ein paar Sachen safen, Leute. Hier einen Drachenkopf werden wir auf jeden Fall mal direkt hier wegpacken, Leute. So, hier Steaks. Warum sind da Steaks drin? Brauchen wir doch nicht. Hier Schalker-Kisten natürlich auch sehr wichtig. Brauchen wir jetzt auch hier nicht mehr. So, warte mal, den Rest, den packen wir mal irgendwo hier. Guck mal, Pfeile, Leute. Wer braucht denn jetzt hier noch Pfeile? Wir essen doch eh nur noch Goldäpfel. Läuft bei uns hier. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, wir müssen direkt Mending und Haltbarkeit 3 auf die Elytra machen. Das ist super, super wichtig. Nicht, dass uns das Ding hier direkt kaputt geht. Und deswegen würde ich sagen, warte mal, hier unsere Leuchten würde ich auch mal irgendwo hier reinpacken. So, hier Lapis Lazuli. Eine nehmen wir mal in der Hand als Licht, als Lampe. Finde ich das ganz cool. So, Lapis Lazuli packen wir einfach mal hier rein. Boah, oh mein Gott, diese Endstäbe auch zu nice. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was die anderen YouTuber dazu sagen. Und da seht ihr, ich wurde hier gar nicht gebannt. Hä? Was will der Admin, Leute? Was kann uns der Admin anhaben? Haha. Ich werde jetzt mal in die geheime Wasserkrieger-Base fliegen und dann holen wir uns nämlich jetzt erstmal Haltbarkeit und Mending, Leute. So, und wir sind in der Wasserkrieger-Base angekommen. Die haben ja hier wirklich für alles ihre Villager am Start. Zack, Leute, Langsamkeit, Farmer, Feuerschutz, Enderperlen, Langsamkeit, Vergiftung. Wir brauchen jetzt natürlich Mending und Haltbarkeit. So, warte mal, ich sehe hier nicht mehr ganz durch. Irgendwo hatten die all die ganzen Villager, oder waren die hier? Ach, hier waren die direkt. Glück, Effizienz, Plünderung, Verbrennung, Rückstoß, Dornen, Stärke, Reparatur, Haltbarkeit 3. Okay, nice. Dafür brauchen wir ein Buch und 10 Emeralds. Ja, das ist ja nix, Leute. Das ist ja nix. Und hier brauchen wir ein Buch und 26 Emeralds. Okay, das kriegen wir hin. So, was können wir hier bei dem holen? Ah, da können wir Holz tauschen gegen Smaragde. Okay, perfekt. Wir brauchen ja jetzt insgesamt mal 36 Emeralds. Oder sind hier noch ein paar auf Lager? Ne, hier sind keine leider auf Lager. Haben die hier noch ein paar Bücher? Alle nur verzaubert? Ey, wir brauchen ja natürlich auch leere Bücher. Warte mal, haben wir in unserer Ender-Chest? Ah, okay, wir haben noch ein paar Smaragde in unserer Ender-Chest. Das ist ja auch schon mal gut. Okay. So, wir machen jetzt erstmal hier schön viele Sticks. Zack, zack. Ja, okay, so arg viel kriegen wir dadurch irgendwie nicht raus. Brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Emeralds. So, ich habe uns jetzt hier mal richtig schön viel Papier geholt. Leute, 2 Bücher habe ich uns auch direkt besorgt. Zack, zack. Also wir brauchen ja insgesamt 36. Wir sind jetzt bei 21. Okay, ein paar fehlen da prinzipiell noch. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich muss jetzt hier mal ganz kurz, damit wir das einfach jetzt mal fertig kriegen. Ich klaue mir mal ganz kurz hier 2 von den Emerald-Blöcken. Wir werden die auch wieder ersetzen. Ich bin echt aufgeregt. Aber bis jetzt, ihr seht's, also ich werde hier nicht gebannt. Ich bin mal gespannt. Vielleicht hat's der Admin aber auch nur noch nicht gecheckt. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich, wenn das Ding verzaubert ist, hier mal durch die Gegend fliegen. Wo ist denn hier eine Werkbank, Leute? Haben die hier nirgendwo eine Werkbank? Ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal gleich bei den ganzen anderen YouTubern vorbeifliegen. Und dann bin ich mal gespannt, was die dazu sagen, Leute. So, jetzt gehen wir hin hier. Haltbarkeit 3. Zack, Leute. Okay. Dann Mending, natürlich auch ganz wichtig. Und bam, Leute. Haha. Okay, wo ist hier ein Amboss? Wo ist hier ein Amboss? Ey, ich bin echt gespannt, was die dazu sagen werden. So, und zack, Leute. Oh mein Gott. Und wie nennen wir das? Ich würde sagen, wir nennen das die iCrimex Wings. Das sind die iCrimex Chicken Wings hier. Haha. Oh mein Gott, wir sind so ready, Leute. Wir sind so ready. Okay, Leute, wir flitzen jetzt los mit unserer neuen Elytra. Wir fliegen jetzt mal nach Paulberger Hills rein. Und ich bin mal gespannt, irgendeinen YouTuber treffen wir da sowieso immer, Leute. Was die jetzt dazu sagen werden, dass ich jetzt hier auch eine Elytra habe. Haha. Oh, guck mal, da ist Candy. Yo, Candy. Woo. Yo. Hallo, ich bin hier oben. Woo. Komm runter! Was für Ente? Hier ist ein iCrimex, Junge! Was? iCrimex mit der Elytra! Bro, drop mal, ich will auch mal fliegen! Nein, niemals droppe ich die! Ich will auch mal fliegen! Nee, geht nicht. Ich flieg runter und jetzt nehme ich mir die. Ich will auch mal fliegen! Ey, niemals, Junge! Guck mal, was jetzt mal kann! Warte, du kriegst sie wieder! Warte, du kriegst sie wieder! Du kriegst sie wieder! Du kriegst sie wieder! Also, ich sag dir ehrlich, Candy. Candy, warum hast du denn keine Elytra, hä? Warum hast du eine Elytra? Woher? Ja, Bro, ihr habt einfach alle Angst, gebannt zu werden vom Admin. Ihr seid richtige Angsthasen. Ey, Ente wurde auch nicht gebannt. Ich bin einfach ins End und hab mir eine Elytra geholt. Quatsch, das glaube ich dir nicht. Doch, klar, war ich. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja, wirst du sehen in meinem Video morgen. Wirst du sehen. Bro, Max, komm runter. Guck mal hier, ich drop dir das als Sicherheit, dass ich die Elytra wiedergebe. Bro, Diamanten sind nichts wert dagegen. Bro, ich nehme dafür einen Bann in Kauf. Checkst du das? Ich werde niemandem meine Elytra geben. Okay, lass mich fliegen oder ich werde dich verpetzen. Hä? Admin? Hä? Hör auf, das zu schreiben!
Ja. Candy, hör auf zu schreiben! Die Schreib hat sich erledigt, wenn ich einmal fliegen darf. Alter, du ziehst mir die ab, du klaust mir die. Nein, ich klaue sie dir, ich werde sie dir wiedergeben. Ehrenwort, Paulberger Ehrenwort. Ey, aber nicht verpetzen jetzt an Admin. Okay, hat sich erledigt. Ey, Bro, wie... Okay. Dann gib mir deine Rüstung. Als Pfand. Meine Rüstung? Rüstung als Pfand. Meine Rüstung ist voll verzaubert, Netherite, alles! Ja, als Pfand für eine Elytra, das ist fair. Damit ich weiß, dass du mich nicht abziehst. Wehe, du zwackst jetzt meine Hier ist Rüstung. Die Elytra. Du siehst das, ich mach keinen... Candy, Cyclimax Wings! So, und hier ist eine Ding zum Fliegen. Okay. Und wehe, du haust ab. Du bist One-Shot Wie mit dem Wie ging das damals noch? Springen? Ja, und dann... Und? Los geht's! Wie ging das nochmal? Ich kann das nicht mehr, das ist schon Jahre her! Springen und abdrücken! Okay, Max, ich werde es machen und... Oh mein Gott, Leute, ich hoffe, er wird mich jetzt hier nicht beklauen mit meiner Elytra. Alter, krass, okay, Max, danke, ich werde das niemals vergessen. Gerne doch. Also ich sag dir ehrlich, Bro, ich werde eh nicht gebannt vom Admin. Das müssen wir Flauschi erzählen, Das müssen wir echt Flauschi erzählen. Flauschi! Ey, warte mal, Candy. Candy. Ja? Bleib du mal hier, ich zeig das Flauschi. Okay, ciao. Tschüss. Oh, Leute, echt gute Idee. Ich werde das jetzt mal noch Flauschi zeigen. Let's go, Leute. Flauschi? Flauschi ist, glaube ich, hier gar nicht in ihrer Paulberger Hills-Hütte. Vielleicht finden wir die bei den Wasserkriegern, Leute. Wir flitzen da jetzt einfach mal rüber. Wir sind ja jetzt eh super schnell unterwegs. Wuh, let's go. Okay, vielleicht finden wir die hier, weil hier hat die ja irgendwie auch ihr Haus und ihr Casino hier hinten. Und... Flauschi, hallo, bist du zu Hause? Flauschi, hallo? Flauschi? Ah, oh, Flauschi. Hallo? Hallo, na? Ey, guck mal, fällt dir gar nichts auf hier? Fällt dir hier gar nichts auf? Du musst hier ausziehen. Warum soll ich die ausziehen? Wirst du nicht irgendwie gebannt oder so? Du darfst die gar nicht haben. Ja, das glauben alle, aber Ente wurde... Mach sie aus, schnell. Ente wurde doch auch nicht gebannt. Warum soll ich das ausziehen? Das passiert doch nichts. Ich bin doch nicht gebannt. Ich war im End, hab Ding hier, Elytra, alles. Nein, du warst im End, was? Ich war gerade im End, hab Elytra, Schalker-Kisten, alles. Was soll denn passieren? Du bist geisterkrank. Ich hab keine Angst vor dem Admin wie ihr alle. Passiert doch nichts. Ich hab super Angst, der hört sich irgendwie böse an. Ja, aber warum hat Ente denn zwei Lytrin und wurde nicht gebannt, ne? Das kann ich dir nicht erklären, ja, aber siehste? Du solltest das nicht so rumprallen hier, glaube ich. Naja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal noch richtig angeben bei euch allen YouTubern hier mit meiner neuen Elytra. Aber cool sieht's schon aus. Ja, dann Flauschi, viel Spaß beim Laufen. Ey, Leute, ey, das ist zu krass. Das ist wirklich so nice, dass wir die einzigen oder mit eigentlich die einzigen YouTuber sind, die Elytra haben. Ey, das ist so nice, Freunde. Ich sage euch ehrlich, wir müssen auf jeden Fall auch noch zu Ente hinfliegen und Alphastein, wenn der wieder da ist, keine Ahnung. Weil Ente hat ja auch eine Elytra, dem müssen wir das auf jeden Fall auch erzählen, dass er jetzt nichts Besonderes mehr ist. Wir haben jetzt nämlich auch eine. So, wir schreiben jetzt mal in den Chat. So. So, oha, Kianis schreibt ja auch gerade, Alpha, was? Ja, irgendwie ist Alphastein, habe ich gehört, wieder Endband hier. Guck mal, Leute, man kann doch hier eh gefühlt machen, was man will. Ey, Alphastein! Was meinte, bis ich heute die Elytra geklaut, oder was? Nein, das ist meine eigene Elytra. Laber nicht, es gibt nur zwei auf der YouTuber-Insel. Bro, ich hab mir gerade meine eigene geholt, du Bummi. Wie, du hast gerade deine eigene geholt? Das geht gar nicht, das End ist verboten. Ja, nee, ich war beim End. Und guck an, ich bin auch noch hier. Ich werde nicht gebannt. Wie, man kann jetzt ab jetzt ins End gehen, dann gehe ich auch schnell. Ja, Bro, keine Ahnung. Es heißt ja immer, man wird gebannt dafür, ist illegal. Aber Ente war da, wurde auch nicht gebannt. Und ich bin bis jetzt auch nicht gebannt. Ich wurde dafür gebannt, ich habe den Bann auf mich genommen, Max. Ach so. Hä, wie? Ich hab wirklich gebannt. Hä, wie? Ja, warte mal. Man wird dafür gebannt, wenn man ins End geht. Was wirklich jetzt im End? Du hast die Elytra von Ente, das ist ein Prank, oder? Warte mal. Hä? Bist du ins End gegangen? Schneid das raus! Schneid das raus, das hat keiner mitbekommen! Warte, ganz kurz. Ich dachte immer, Ente wurde nicht gebannt, weil... Ich wurde für Ente gebannt! Ach, deswegen warst du gebannt! Deswegen bin ich jetzt wieder hier, weil es kann Ey, Leute, das heißt ja, wir haben was... Du hast auch wieder die Ultra-Ente, wo hast du die? Leute, das heißt, wir haben was Ultra-Illegales gemacht. Warte, Ente, du hast doch die andere Ultra gegeben, oder? Nein, die andere hat dir Lukas die Ultra gegeben? Hast du die von Lukas? Nein, ey, Jungs, aber sag das nicht dem Admin. Verpetzt mich nicht an Admin. Er war im End, Ente! Was? Ich war gerade selbst im End. Ja, ich dachte, du wurdest nicht gebannt deswegen, Ente. Ich hatte bis jetzt Glück, ich weiß selber nicht, was ich will.
Oh, oh, nein. Ey, hör auf zu lachen, Alphastein, das ist ganz lustig. Du droppst jetzt die Elytra oder wir verpetzen dich beim Admin. Nein, ey, hört auf, mich zu verpetzen, mach das nicht. Mach das nicht. Nein, ey. Alpha kann der noch mich verpetzen. Bro. Kann er nicht, Ente? Der kann dich dann auch verpetzen. Ente, ich bin für dein End ins hab ich einen Bann bekommen, aber er hat noch keinen Bann doch, genau. Dann verpetze ich Ente auch. Dann verpetze ich Ente auch einfach. So ein Ding ist das. Du kannst ihn nicht verpetzen, er hat gar nichts. Ente, guck, er hat keine Hydra. Jetzt, ey, das ist auch auf Aufnahme. Was ich hab das gesehen, dass du auch einen hast. Ich glaub, der muss zum Augenarzt sein, weil ich weiß nicht, was er gesehen hat. Ey, irgendwas, du wirst auf jeden Fall nicht meine Elytra kriegen. Niemals werde ich die abgeben an dich. Ich schreib jetzt dem Admin. Nein, kannst du gar nicht. Kannst du überhaupt nicht. Ich bin gut mit dem Admin. Ey, ich sag dir ehrlich, Alphastein, ich werde Ente genauso beim Admin melden, wenn du mich meldest. Hey. Das geht doch gar nicht. Der hat seine Strafe schon abgesessen. Genau. Das ist dein Ende, Max. Schreib jetzt die Elytra und ich schreib den Admin. Ey. Oder wir holen dich einfach so. Du kriegst mal. Ist mir egal, es wird eh nichts passieren. Ey, hör auf zu schreiben. Oha. Na, ey, Alphastein, wenn ich jetzt wegen dir gebannt werde, du kriegst meine Elytra nicht. Hör auf, Alphastein, hör auf, das zu schreiben. Hör auf, das zu schreiben jetzt. Ey, Leute, er schreibt's in den Chat. Schreibst du die oder nicht? Nein. 3, 2, 1. Du kriegst sie nicht. Ich werde wegfliegen. Leute, ich fliege einfach weg. Nein. Nein, Leute, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Du wurdest auf diesem Server gesperrt. Nein, Leute, das kann nicht sein. Ich versuche wieder zu joinen. Connection, please before reconnecting. Was? Grund unerlaubten Betreten des Ends. Du wurdest auf diesem Server gesperrt. Grund unerlaubtes Betreten des Ends. Leute, ey, wir wurden wirklich gebannt gerade von der YouTuber-Insel. Ich dachte immer, es passiert nichts, weil Ente nicht gebannt wurde. Ich wusste nicht, dass Alphastein den Bann auf sich genommen hat und dass deswegen Alphastein weg war. Nein. Oh mein Gott, Leute. Was soll ich euch sagen? Das war's. Das war's gewesen. Leute, ich bin gebannt auf der YouTuber-Insel. Kann nicht mehr drauf joinen. Das war's. Meine letzte Episode. Leute, Dankeschön für das Projekt. Lasst ein Like und ein Abo da. Vielleicht, Leute, vielleicht können wir gemeinsam den Admin zeigen, dass ich dazugehöre. Dass ich zur YouTuber-Insel dazugehöre. Wenn wir vielleicht, keine Ahnung, richtig viele Likes schaffen, Leute. Lasst jetzt hier mal ein Like und ein Abo da. Push das Ding raus. Vielleicht kann ich so mit den Admin irgendwie überzeugen, wenn ich die Elytra abgebe oder so. Das war's gewesen. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.